Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich mit euch darüber reden, was wir so alles mit uns rumtragen. Ja? Es ist so, als würden wir mit einem Rucksack durch das Leben gehen. Ja? Wir alle haben einen Rucksack und wir heben Steine auf oder wir bekommen Steine und machen die in unseren Rucksack. Ja? Oder andere Leute machen Steine in unseren Rucksack. Ja? Wenn Leute gemein zu uns sind, ja? Wenn uns andere Menschen etwas antun, wenn sie gemein sind, wenn sie gewalttätig sind, wenn sie wenn sie nicht liebend zu uns sind, wenn sie uns enttäuschen, wenn sie unser Vertrauen missbrauchen, all das gibt uns etwas mit auf den Weg. Ja? Es ist so, als würden wir einen Rucksack haben mit ganz vielen Steinen. Ja? Je mehr mit uns passiert ist, je mehr Negatives wir erlebt haben, desto mehr Dinge tragen wir mit uns herum. Ja, es ist wirklich, bei manchen Leuten ist es wirklich so, als hätten sie einen großen Rucksack mit ganz vielen Steinen. Und das belastet sie sehr. Und wenn wir mit einem Rucksack durch das Leben gehen, mit ganz vielen Steinen, dann kommen wir oft in Versuchung, auch andere Leute Steine zu geben. Wir kommen in Versuchung, anderen Leuten zu schaden. Dadurch, dass uns Dinge widerfahren sind, versuchen wir, anderen dies auch zu geben. Ja? Wenn jetzt alle Menschen gemein zu mir waren, dann bin ich auch ganz gemein zu anderen Menschen. Und das ist wirklich, ja, das ist ein Leben, das wir eigentlich gar nicht leben wollen. Wir wollen anderen Leuten nicht schaden. Wir wollen anderen Menschen mit Liebe begegnen. Ja? Wir wollen liebend sein und auch liebenswürdig. Und deswegen haben wir, denke ich, die Verantwortung, uns selber zu verbessern, ja? indem wir an uns selber arbeiten, indem wir uns bewusst werden, was wir alles mit uns rumtragen. Ja? All die Steine, die in unserem Rucksack sind, ja? Denen sollten wir uns bewusst werden. Und je mehr wir über uns selbst erfahren, je mehr wir uns bewusst werden, was mit uns geschehen ist, desto mehr können wir uns die Steine nehmen und die einem nach dem anderen entfernen. Ja? Wir können die Steine eine nach dem anderen entfernen und so können wir viel leichter durch das Leben gehen. Ja? Wir sind viel entspannter, wir sind viel ruhiger, wir sind viel liebender. Ja? Wir können viel besser auf andere Menschen zugehen, ja? Weil wir nicht diesen ganzen ganz schweren Rucksack haben. Weil wir nicht diesen ganz schweren Rucksack haben, können wir viel besser auf andere Menschen zugehen. Und das alles sind so Ideen, die ich nicht nur in Büchern gelesen habe, sondern ich rede hier über Ideen, die ich wirklich selber in meinem Leben erlebt habe, beziehungsweise erlebe, immer noch. Ja? Ich habe auch einen Rucksack, den ich mit mir trage, mit ganz vielen Steinen, ganz vielen Dingen, die mir passiert sind. Und ich komme oft in die Versuchung, die Dinge, die mich belasten, auf andere Menschen abzuladen.
Ja? Ich komme oft in Versuchung, all meinen Scheiß auf andere Leute zu projizieren. Ja? Aber was ich stattdessen machen möchte, ist herauszufinden, was mit mir passiert ist, dass ich denke, dass es okay ist, andere Leute so zu behandeln. Ja? Ich möchte herausfinden, wer ich bin, was ich mit mir rumschleppe, welche Steine ich in meinem Rucksack habe. Und ich möchte mehr und mehr Steine loswerden. Ich möchte mehr und mehr loslassen. Und ich möchte andere Menschen viel besser behandeln, als ich behandelt wurde in der Vergangenheit. Ja? Und das ist wirklich die Essenz für mich. Das ist wirklich so das A und O der Selbsterkenntnis und der persönlichen Entwicklung. Ja? Wir haben, also das Ziel ist es für mich, ein immer besseres Verhältnis zu mir selbst zu haben, entspannter zu werden und auch mehr Verantwortung für die Dinge zu übernehmen, die ich tue. Und so kann ich auch harmonischer mit anderen Menschen leben. Das, meine Damen und Herren, ist, glaube ich, ein Hubschrauber. Ja, ein Hubschrauber. Ich hoffe, ihr konntet den Hubschrauber sehen. Der hatte ein bisschen viel Geräusche gemacht. Ich hoffe, ihr konntet mich verstehen, trotz des Hubschraubers. Und das hat mich total aus dem Konzept gebracht. Aber um es kurz zu fassen und um es nochmal zusammenzufassen, eine gute Metapher für das Leben ist, dass wir einen Rucksack mit uns rumtragen und immer wenn uns etwas Schlechtes passiert, dann bekommen wir einen Rucksack, dann haben wir einen weiteren Stein in unseren Rucksack und das sind so die Dinge, die uns belasten. Das ist so eine Metapher, die ich mir entweder ausgedacht habe oder von irgendwo gehört habe. Und je mehr Steine wir in unserem Rucksack haben, je unbewusster wir leben, ja, desto mehr sind wir von diesen Steinen belastet und desto mehr schaden wir auch anderen. Ja? Desto mehr projizieren wir, desto mehr tun wir anderen Menschen die negativen Dinge an, die uns angetan wurden. Und das Ziel ist es, dies zu überwinden. Ja? Das Ziel ist es immer, ein besserer Mensch zu werden und andere Menschen möglichst gut zu behandeln. Mit Freundlichkeit, mit Liebe, mit Vertrauenswürdigkeit. Und das ist so die heutige Idee. Ich hoffe, es war hilfreich für euch. Es war nicht ganz einfach, darüber zu reden, weil es für mich ein Thema ist, das mir sehr nahe ist. Und ich denke, es ist aber auch ein sehr wichtiges Thema. Und deswegen wollte ich es mit euch teilen. Und ich bin total gespannt, was ihr denkt. Ich bin gespannt, was du denkst. Insofern würde ich mich freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, was deine Meinung ist und was du denkst, wie viele Steine du so hast oder was die Metapher bei dir auslöst. Okay? Das war's und bis morgen. Tschüss!